Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute mal ein bisschen Gruselprojekt. Wir starten heute Dead Space. Hatte zwar gerade ein paar Probleme mit dem Aufnehmen, also mit dem Starten vom Spiel am Anfang. Hab das ja behoben nach einer längeren Suche und, ja, durch einen Kumpel, der mir dann Rat beigepflichtet hat. Ja, ich bin ein bisschen schlechter zu sehen, aber ich denke, das passt ganz gut zu dem Spiel. Ich bin ein Typ, der sich nicht unbedingt Horrorfilme oder sowas reinzieht, von dem wird auf das Spiel ziemlich lustig werden. Und wenn ich so gut treffe wie bei Battlefield, werde ich oft sterben wahrscheinlich. Ja, ich habe relativ keine Ahnung von dem Spiel. Es wird blind sein für mich. Und ich würde sagen, wir starten. Ich denke mal, Mittel ist ganz gut. Bisschen Pussy-Modus aktiviert. Und ich denke, ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen nachher auf der Facecam, wenn das bei YouTube oben ist. Aber das sehen wir dann, ne? Und jetzt sehen wir hier ein Ladescreen. Zumindest habe ich keinen Sound. LED steht oben rechts, das ist gut. Ja, ich hoffe, es passt alles mit den Soundeinstellungen. Ich werde gucken, dass ich das beim Schneiden gut hinbekomme. Electronic Arts präsentiert eine EA Red One. Dead Space. Jo. Da gibt's ein paar Infos. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. Du ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Das sieht richtig geil aus. Wegen dem Felsbrocken. Für das Alter vom Spiel auf jeden Fall. Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Shit! Sir, die Undock-Bombe. Was ist los? Wir sind auf dem Kurs, wir haben die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Taktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Ach du Scheiße! Junger Vater! Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das mal.
Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Krass, Freunde. Das wird ein tolles Projekt. Und ich denke, ihr werdet einiges zu gucken haben hier. Was meine Reaktion angeht. Sound ist schon mal gut. Jo. Das sieht richtig, also ich finde das echt schick, für das, dass es 2008 rausgekommen ist. So, wir haben Aufgabe erfüllt. Yes, sind wir gut, ja. So, wahrscheinlich müssen wir hier, ne, interagieren. Bitte warten. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Warte mal hier. Gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Kann ich schon zerschlagen hier? Ich bin zerschlagen. Ja. Ah, okay, so. Ich will das zerschlagen. Hallo, das geht doch. Brauche Munition, Waffen, Rüstung, Leben. Kann ich das mit E öffnen? Also wir müssen uns auf jeden Fall gut umsehen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. So sehe ich das auch, hier ist glaube gar niemand mehr. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Canberra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wo muss ich mich einloggen? Hier. Öffnen! Kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computer-Display online. Bin dabei. Mein Freund und Helfer. GB. Kartenbildschirm mit M. Okay. Aufgabenbildschirm mit J. Okay. Also B sollte man uns merken, das weist uns den Weg. Laden. Schadensbericht. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Oh, fuck. Geht schon los. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Fitness-System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Uiuiui. Ha, geiler Scheiß. Kann ich mehr tun als zugucken? Uiuiui. Weiß ich. Wo schlage ich denn? Ich renne einfach mal. Oh, das sind so viele. Junger Vater, renn! Ja, ich bin nicht so schnell. Fahr runter, los! Oh, Leute. Das geht hier schon geil ab. Kapusch!
Das war wohl nix, ne? Hui. Ja, ich glaube, das Spiel wird ganz lustig. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ich brauche endlich mal eine Knarre. Das wäre mal ganz praktisch, eine Knarre zu haben. Ich muss da auf jeden Fall rein. Warte mal, ich muss mal hier schauen. Steuerung. Ist das alles, was ich... Ja. Schlagen. Das heißt, ich darf nur nicht schlagen können. Boah, ist das ein Soundkulisse hier schon. Egal, wir unterbrechen hier die erste Folge. War schon eine erste richtig geile Folge. Ich freue mich auf weiteres. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz interessant für euch. Jo, danke fürs Reinschauen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Was in die Kommentare. Und jo, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.